Hallo Leute, ich bin der Mettner Burner und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Iskra Simanko Sredni. Ja, hier handelt es sich um Salutbombenrohre im Kaliber 30 mm. Wir haben eine Nettomasse von 19 Gramm pro Stück und ja, in der Schachtel sind soweit 4 Rohre enthalten, wobei zwei davon jeweils einen unterschiedlichen Effekt haben. Also im Grunde haben wir 2x2 Bombenrohre. Ja, wir werden die jetzt mal bei Tag und bei Nacht zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, kommen wir zu meinem Fazit. Ja, also die Simanko Sredni haben mir sehr gut gefallen. Der Schweifaufstieg war sehr schön anzusehen. Genauso wie der Leuchtspuraufstieg. Das Titanbouquet war ordentlich. Zum Knall an sich. Ich würde sagen, 30 mm auf jeden Fall angemessen. Sie sind gut druckvoll, die Bombenrohre. Und gerade jetzt, nachdem die Gaohama-Bombenrohre zuletzt doch sehr geschwächelt haben, hat es mich gefreut, dass mal wieder ja richtig starke 30 mm Salutrohre auf den Markt kommen. Und ja, das Problem ist an den Simanko Sredni, dass sie halt als 1.3G-Ware natürlich für den Versand soweit erstmal ausfallen. Das heißt, da muss man leider auf die Botma bzw. Pyroland BKS 1 ausweichen, die leider nicht überall verfügbar sind und halt die Gaohama-Bombenrohre, die ja leider in den letzten Chargen wirklich sehr schlecht geworden sind. Und ja, ich halte von Gao nichts mehr, da einfach Bombettenroulette betrieben wird. Und das will ich nicht unbedingt unterstützen. Also fragt ruhig mal euren Händler des Vertrauens um die Ecke, ob er die Simanko Sredni entweder hat oder besorgen kann. In dem Fall auf jeden Fall Kaufempfehlung. Ansonsten ja, müsst ihr leider auf die anderen Alternativen ausweichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.